Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute geht für mich wirklich eine große Freude endlich in Erfüllung. Ich darf mit einem Menschen, der mich sehr bewegt hat, mir sehr vieles beigebracht hat, heute ein Interview machen über die verschiedenen Menschentypen. Und das ist für uns alle sehr, sehr wichtig, um einzuschätzen, wie ein Mensch gegenüber eigentlich ist, wie er reagieren wird, auf welchen Input er reagieren wird. Und das ist der Tobias Beck. Und der Tobias Beck hat das schon so oft herausgetragen in die Welt hinaus. Seine Podcasts haben Millionen von Menschen erreicht. Und jetzt ist er bei Kurs 24. Was für eine Ehre. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Ich freue mich sehr auf eine Menge Eulen, Delfine, Wale und Haie. Ja. Ich weiß schon, das Inside. Aber ich vergesse es ja jedes Mal. Und jetzt bin ich live dabei. Also, Wir haben vier Menschentypen. Ja. Gut, jetzt leg los. Ich leg los. Also erstmal muss ich sagen, dass ich das nicht mal selber erfunden habe. Dafür wurden schon in der Antike Bücher geschrieben. Große Philosophen haben aufgeschrieben, dass wir uns ähnlich sind als Menschen, aber wir sind eben nicht alle gleich. Hippokrates zum Beispiel, der ist zurzeit tot, der hat genau das gesagt. Und ich habe lange überlegt, gibt's etwas, das ich mir eben merken kann, die Tiere. Fangen wir mal damit an, dass Menschen mögen, die so sind wie wir. Mhm. Also in der Verhaltenspsychologie ist es so, dass Menschen sich sofort anziehen, die ähnlich sind. Das finden wir toll. Gemeinsam lachen, gemeinsam feiern, ähnliche Gespräche. Aber vielleicht kennt es jeder, der hier zuhört, dass es Menschen gibt, wo du ab der ersten Sekunde denkst, bitte? Ja. Und das ist wahrscheinlich dein gegenüberliegender Menschentyp. Und wir legen die mal kurz alle zusammen in einen Raum und die spielen jetzt mal zu viert Monopoly. Also all diese vier sitzen jetzt an einem Tisch und spielen Monopoly. Der Wal, der Hai. Der Delfin und die Eule. Gut. Der Wal spielt das Spiel, damit andere gewinnen und er sich gut fühlt, wenn andere Freude haben. Das ist der Menschentyp, der sagt, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt und wie kann ich Glück und Erfüllung dadurch finden, andere Menschen groß zu machen, damit sie sich in meiner Umgebung wohlfühlen. Und wenn wir jetzt ein bisschen von dem Monopoly-Tisch rauszoomen, gibt es für Wale eigene Produkte und Dienstleistungen, eigene Fernsehsendungen. Ich meine, die gucken natürlich alle dein Format, aber sollten sie es nicht gucken, schauen sie sowas wie Bauer sucht Frau. Weil das ist mega. Mhm. Da sitzen die Weinen vorm Fernseher und sagen, oh, guck mal, da haben sich zwei verliebt. Und wir zoomen noch ein Stück raus. Wie das Glück der anderen. Ja, und wir zoomen jetzt noch ein Stück raus. Wir leben ja in einer verrückten Welt, wo es dann Marketingstrategen gibt, die überlegen, was streuen wir denen denn jetzt für Werbung da rein? Nehmen wir doch was die sowieso gerne machen, anderen Menschen was schenken. Dann machen wir doch die Werbung für Merci, wo sich zwei Menschen im Regen treffen und Tränen überströmt Schokolade überreichen. Ja, und dann geht der Wal dahin und kauft die. und Wale lieben zum Beispiel alles, was in der Masse ist, mit anderen zusammen. Also nicht, die mögen keine Massenveranstaltungen, sondern sie sind ungern alleine und sind in einer Gruppe. Wie der Wal im Meer eben auch. Tief abtauchen, tiefgründige Gespräche. Er hasst Smalltalk. Ihm gegenüber am selben Monopoly-Tisch sieht vielleicht sogar ähnlich aus. Das kannst du nicht sehen, wie jemand aussieht, sondern nur, wie sich jemand gibt. Menschen tragen Kleidung zum Beispiel, entweder um gesehen zu werden oder um nicht gesehen zu werden. Und Wale tragen oft Kleidung, um nicht aufzufallen. Ihm gegenüber sitzt das Gegenteil, oder ihr, das ist der Hai. Und der Hai hat auch eine Frage beim selben Monopoly-Spiel. Währenddessen der Wal sich fragt, was haben andere davon, dass es mich gibt, dreht der Hai die Frage um und sagt, was habe ich denn davon, dass es euch gibt? Und wenn der das Spiel nicht gewinnt, also wenn der im deutschen Monopoly gibt es die Schlossstraße, wie heißt es in der Schweiz? Die Bahnhofstraße. Ja, vielleicht, Schluss, ja. Das teuerste, ne? Mhm. Das ist genau. Wenn der die blauen Häuser am Schluss, hinten, die zwei. Genau. Ne? Ja. Und wenn der Hai die Straße nicht bekommt, ist der Tag für den gelaufen. Kennst du so Leute? Mhm. Der ist nicht mehr ansprechbar. Und dementsprechend hat er einen anderen Habitus. Mhm. Der redet anders. Haie riechen im Meer ein Tropfen Blut eines Beutetiers auf Millionen Liter Wasser. Und da schießt er hin. Und der Wal kann gar nicht andocken. Das sind unterschiedliche Welten. Und jetzt ist ganz wichtig,
Komplementär brauchen sie sich ganz dringend. Aber sie sind ja nicht alleine am Tisch. Der Zoo geht ja noch weiter. Also da sitzt jetzt der, der sich fragt, was haben andere davon, dass es mich gibt? Da sitzt jetzt der, der sagt, was habe ich davon, dass es andere gibt? Da sitzt aber auch noch jemand am Tisch, der hat bisher überhaupt nichts verstanden. Der hat eine Dose Red Bull in der Hand, der hat sein iPhone auf dem Ohr, hört Musik und will einfach nur spielen. Das ist der Delfin, der hat auch die Regeln nicht verstanden. Der sagt einfach, hey, chill, wie funktioniert das? Du hast schon dreimal mit ihm gespielt, der hat alles vergessen. Das ist der verrückt Bunte. Das ist derjenige, der zum Flughafen kommt und sagt, Moment, das Datum, ach, der Flug war gestern, wo fliege ich überhaupt hin? Der nimmt das Leben nicht so hart, hat immer ein bisschen was Buntes. Also, wie ihr seht, ich habe auch Delfin an mir, das sind meine Delfinschuhe. Und die haben eigene Reisegebiete zum Beispiel. Die fahren, was machen die? Eine Busreise nach Lorette Mar, 99 Euro all inclusive. Und die fallen dann nach 2 Wochen komplett besoffen aus dem Bus. Und dann fragst du die, wo wart ihr denn? Sagen die, ich habe keine Ahnung, war aber mega. Genau. So, jetzt sitzt am Tisch derjenige Gechillte, dem gegenüber derjenige, der gewinnen will, und dem schräg gegenüber sitzt er oder sie, die gerne möchte, dass es den anderen gut geht. Sie hat übrigens alles dabei, ne? Kennst du Leute, die alles dabei haben? Das ist auch der Wahl. Der hat alles dabei. Snacks, Erfrischungstücher, Hygienezeug für jetzt, alles dabei. Und einer fehlt jetzt im Zoo. Weißt du wer? Die Eule. Die Eule kennt alle Regeln. Die Eule hat die Regeln auswendig gelernt und die hat auch das Geld bei jedem nochmal abgezählt und symmetrisch da drunter gelegt. Der Delfin, der hat alles schon runtergeschmissen, der sagt, wie viel brauche ich denn? Der Wal sitzt lieb am Tisch und der Hai überlegt schon, wie er alle anderen austricksen kann. Weil die Eule hat Monopoly erfunden. Die Eule ist hier, um die Welt zu erklären und zu verstehen. Für den gibt's Vorabend-Check-in am Flughafen. Eulen haben eine Handwaage, um ihren Koffer zu wiegen. Damit es nicht teurer wird am Flughafen. Der Hai sagt, mir alles egal, wenn es teurer ist, dann bezahle ich halt. Ich bin Senator, lass mich durch, ich bin wichtig. Der Delfin verpasst den Flug und der Wal hat alles für die anderen dabei. Und jetzt sitzen die zu viert am Tisch in ihrer hundertprozentigen Ausprägung. Und jetzt sagt Walt Disney, darin steckt die Genialität. Wenn du nämlich alle vier in einem Raum hast, wenn die richtigen Menschen am richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Energie am richtigen Ort zusammenkommen, sind Wunder möglich. Wenn du 100% die Stärken des Gegenübers siehst, ich kürze ab, der Hai ist der Macher, der sorgt fürs Business, der prescht vor. Der Delfin macht's Marketing, der sagt, der macht, dass es schön aussieht, dass da Fröhlichkeit und Leichtigkeit und locker, dass die Webseite cool ist. Die Eule, die überwacht das alles, macht die Finanzen, die Buchhaltung, die Struktur. Und der Wal ist der soziale Kitt. Der schaut erstmal oder sie schaut, dass die anderen sich nicht streiten und ist für die ganzen weichen Themen verantwortlich. Und einige von euch werden jetzt sagen, ah, das kenne ich schon, das kenne ich mit Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau zum Beispiel. Und darin steckt die große Gefahr. Kennst du schon oder kannst du schon? Ja, das ist der große Unterschied. Klar kennst du die Typen. Aber was bedeutet das für dich? Darüber können wir sprechen. Dieses Monopoly-Beispiel hast du noch nie gebracht, oder? Ich das fiel mir gerade ein. Ach, ehrlich? Ja, das ist ja ganz spannend. Aber jetzt auch noch zu sehen, innerhalb einer erfolgreichen Firmenstruktur brauchst du alle vier Typen. Du brauchst im Idealfall in jeder Situation alle vier. Und auch wenn du diesen Delfin wirklich findest, ach mein Gott, dieser wieder, ja, aber der ist genial in gewissen Dingen. Genial die in ihrer Stärke, ja. Genial in ihrer Stärke. Und die Herausforderung in der Kommunikation bei Menschen ist ja, wenn von außen Druck aufgebaut wird durch irgendeine Situation, die jetzt außerhalb des Regelfeldes von Monopoly kommt, dann reagieren die ja auch alle anders. Dann wird der Hai wird dann persönlich und laut. Der Delfin macht blöde Witze, die nicht lustig sind und komplett unter die Gürtellinie gehen, weil er oder sie nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Der Wal sagt gar nichts mehr oder hat einen emotionalen Ausbruch. Und die Eule wird komplett panisch, weil genau das nicht geplant war. Weil wenn Emotionen hochfahren, fährt die Intelligenz von Menschen runter. Das ist mir schon mal aufgefallen. Ja. Und dann brauche ich das Persönlichkeitsmodell. Weil dann sehe ich in meinem Gegenüber, was braucht er oder sie denn jetzt gerade? Also du kannst das lustig betrachten und sagen, ah ja, mir wird am Flughafen nie wieder langweilig, weil da laufen 6 Eulen, ah, dahin stehen die Haie, prosten sich zu mit dem Champagner, der Wal hat 11 Koffer dabei für die Kinder, aber seine Badehose vergessen. Das kann man lustig machen. Aber es hat einen riesen Impact auf dein Leben, nämlich irgendwann stellen wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung die Frage, wer bin ich, wer sind die anderen und wie funktioniert das Spiel?
Und das ist Teil des Regelfelds, sich auf andere Menschen einstellen zu lernen. Wow, mega, mega, mega. Viel tiefsinniger, als ich bisher das gesehen habe. Ich habe ja nur gelacht und gelacht, aber eigentlich das nie hinterfragt, was du gerade sagst. Da ist ja ganz viel Tiefsinn dahin. In der Familie. Das ist ja das Leben. Ja, Onkel Helmut ist Hai, der wird sich nicht ändern. Tante Emmy ist Wahl. Die ändert sich doch nicht für dich. Aber wenn du das ein bisschen verstehst und auch, wie gehe ich jetzt mit einem Delfin um, wie gehe ich mit einem Wal um, dann ist ja alles so viel einfacher. Ja, dann habe ich eine Gebrauchsanweisung in der Hand. Dann habe ich eine Gebrauchsanweisung für, also erstmal muss ich natürlich sagen, es ist nicht jeder Mensch alles in hundertprozentiger Ausprägung. Es gibt nicht diesen Hai, der nichts, nichts, nichts ist. Die meisten sind Mischtypen. Könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, einen Test machen, ist kostenlos, ist www.tiertest.de und da siehst du genau, was du bist. Du kriegst so eine Balkenform. Da musst du ein paar Fragen beantworten. Genau, oder was? Das ist so ein Persönlichkeitstest und danach siehst du, ich bin 80% Wal, 20% Eule, deshalb kann ich so schlecht Sachen von IKEA zusammenbauen. Also das erklärt dann halt so viel. Okay. Ich habe immer zwei linke Hände, mir fällt alles runter. Ja, Delfine, das ist schwer. Die Eule, die zählt auch bei IKEA schon, ob alle Schrauben drin sind. Der Hai, dem ist es egal, der lässt andere aufbauen. Ja, ja, also wenn ich mal was aufbauen muss, ich mache jeden Fehler. Ja, dann hast du nicht so viel Eule. Nein, aber am Schluss bin ich stolz, es steht. Aber ja. Früher habe ich immer am Lehrerseins nach Hause gekriegt und weiß nicht. Weißt du, was Delfine übrigens machen? Die fahren mit dem Opel Corsa zu IKEA und wollen eine Schrankwand mitnehmen. Okay. Kennst du die bei IKEA dann stopfen und dann so, das passt nicht. Mhm. Die Eule sagt, es passt nicht mal der eine Stuhl, aber der Delfin, oh, das passt schon. Der Hai sagt, ich lass liefern. Und weißt du, was die Wale machen? Sechs Wale stehen um den Corsa rum und versuchen zu helfen. Und das geht immer noch nicht. Ja, aber so funktionieren die Typen. Ja, ja. Und dafür sind sie absolut genial. Also ich habe das Gefühl, in der Handtasche mancher Damen ist so auch ein Wal. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Zum Beispiel, es gibt so Indikatoren, worauf ich so gucke. Es gibt ja zum Beispiel erwachsene Menschen, die so einen Talisman dabei haben, so einen Teddy an der Handtasche. Das ist oft Wal. Mhm. Der Wal will etwas Haptisches, was ihn erdet. Brauche ich jetzt, mein Teddy. Der Hai sagt, bist du eigentlich bescheuert? Ein Teddy an der Handtasche, du bist noch nicht 12. Das sind unterschiedliche Menschentypen. Mhm. Die haben in ihrem So-Sein, in der hundertprozentigen Ausprägung, sind die super miteinander. Und Wale verstehen sich großartig mit Walen. Haie verstehen sich großartig mit Haien. Wenn die anfangen zu reden, dann wird's richtig spannend. Dann wird's richtig lustig. Weil die brauchen ja jetzt eine Schnittmenge. Und die Schnittmenge findet sich am ehesten innerhalb der Tiere. Also Haie lieben Haie, Wale Wale, Eulen Eulen, Delfine Delfine, glücklichsten Partnerschaften überhaupt. Aber jetzt verliebt sich plötzlich ein gegenüberliegender Menschentyp ineinander. Nehmen wir mal das extremste Beispiel. Moderne Welt, Tinder. Ja, die haben so ein Smartphone in der Hand. Och, das ist ja auch ein Prachtlachs. Wisch ich mal, weiß nicht, nach links oder rechts. Oh, super, auch eine leckere Languste, wie das heute so ist. Jetzt haben die ein Date. Treffen sich im Restaurant. Jetzt trifft also... Also welche zwei Typen treffen sich? Also jetzt in unserem Beispiel würde sich, damit es lustig ist, die Eule mit dem Delfin zum Date treffen. Oh, der ganz strenge mit dem Chaot. Genau. Okay. So, und die finden sich auch äußerlich unwiderstehlich. Die finden sich mega. Also die sind richtig voneinander angezogen. So, so, jetzt sitzen die da und die Eule überlegt die ganze Zeit, die hat sich ja Sätze zusammengelegt, was sie jetzt genau sagt, was besonders gut sich anhört, ne, und studiert die Speisekarte. Eulen studieren Speisekarten. Wie bestellt der Delfin? Was haben Sie denn? Ja, ich nehme eine Tagesempfehlung. Ja. So die Eule, so Tagesempfehlung. Ich weiß ja gar nicht, ob da was da drin ist. Ich bin ja Lacto-Vegetarier und ich kann ja auch kein Sellerie essen. Also die weiß, sie hat ja eine Allergietablette. Die hat Laktose-Intoleranz-Tablette dabei und so eine Allergietabelle. Die wird vorher ans Restaurant geschickt. Ich übertreibe natürlich jetzt maßlos. Aber jetzt unterhalten die sich. Jetzt haben die bestellt und jetzt sagt der Delfin, hör mal, ich habe eine Idee. Wir zwei, wir gehen nächste Woche Bungee-Jumpen. So, pass auf, sagt die Eule. Nein, das können wir auf gar keinen Fall machen. Da sind letztes Jahr 123 Menschen weltweit bei umgekommen. Da muss ich erst das Gummiband prüfen, stundenlang. Und dann denkt der Delfin so, ey, sei doch mal ein bisschen locker. Und dann sagt die Eule,
wir können doch mal genau das Wochenende durchplanen. Der Delfin weiß nicht mal, ob er noch lebt am nächsten Wochenende. Ja, stimmt. Und so treffen die halt aufeinander. Wenn ich aber das Verständnis des Gegenübers habe, dass ich weiß, vor mir sitzt eine Eule, dann docke ich halt genau da an. Ich würde gerne ein praktisches Beispiel geben. Wenn ich Vorträge halte und Menschen begeistern möchte von einem Thema, und ich weiß jetzt, dass Eulen vor mir sitzen, Fachärztekongress für Orthopädie in Kiel im Maritimhotel, also konservativer geht's jetzt nicht, da fange ich ja nicht als Delfin an mit meinen bunten Schuhen und sage, hey, hör mal. Gut drauf. Ja, schön, ich habe bunte Bücher und Konfetti dabei. Steht mal auf, wir werfen Ballons. Das wird ja nicht funktionieren. Ja, ja. Sondern dann ist mein Ziel, im Gegenüber zu beginnen, indem ich sowas sage wie, ich habe euch heute etwas mitgebracht, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wann sich Menschen in der Arbeitswelt gut fühlen. Habt ihr da Interesse dran? Okay, vielen Dank. Dafür gibt es XYZ und dann erkläre ich das analytisch und hole die also von deren Welt in meine Welt, anstatt umgekehrt. Das ist ja total unclever. Er oder sie wird sich ja für mich nicht ändern. Hast du Lust auf noch ein Komplementärbeispiel? Ja, nur loslegen. Okay, also die beiden haben jetzt ein Date. Kann aber auch passieren, dass Wahl und Hai sich verlieben. Und das ist dann ein bisschen trauriger als bei dem anderen, weil der Hai nicht die Sprache des Wales spricht. Der Wal möchte gefühlt werden, für sein Sein geliebt werden, tiefgründige Gespräche führen. So, jetzt haben die sich verliebt, haben geheiratet. Er oder sie kocht den ganzen Tag, der Wal, also Walfrau oder Walmann, und Hai kommt nach Hause. Von morgens bis abends stand er oder sie in der Küche, um ihm oder ihr zu gefallen. Was sagt er oder ihr? Er oder sie? Letzte Woche war mehr Salz dran. Das ist nicht die Liebessprache. Er kann in dem Moment nicht sagen, oh, ich bin dir so dankbar dafür, dass du stundenlang in der Küche gestanden hast. Wenn er das Modell nicht kennt, ist das nicht bei ihm auf dem Film, weißt du? Dann ist das, in seiner Welt ist es, ja, sie kocht, ja, und ich gehe arbeiten. Aber das funktioniert ja nicht so, sondern sich in der Größe zu sehen, in der wunderbaren Magie, wenn Welten sich zusammenführen, dann ist dieses Modell spannend. Nicht zur Abgrenzung, dafür dient es nicht. Es dient zur Einigung, dass wir gemeinsam mehr machen können, mehr Gutes tun. So reift auch eine Partnerschaft. Ja, wahnsinnig. Sagt meiner Erachtens die Konfliktfähigkeit heutzutage in solchen Partnerschaften gar nicht mehr da, sondern zack, wird getrennt. Dabei ist ja so schön, wenn der Wal ein bisschen mehr vom Hai lernt und umgekehrt. Und umgekehrt. Es komplettisiert eigentlich den Menschen. Ja, als ich damals meine Frau kennengelernt habe, Rita, wir sind jetzt 11 Jahre zusammen, und ich habe da davor so oft, nennen wir es mal, Fehlentscheidungen getroffen in Beziehungen. Und das Erste, und ihr werdet jetzt denken, mein Gott, ist das unromantisch. Ich habe sie kennengelernt und habe dann diesen Persönlichkeitstest mitgebracht und gesagt, im Café kannst du das mal eben ausfüllen. Und was war sie? Sie war Delfin-Wal. Und das Spannende ist, ich bin Delfin-Hai. Und wenn du eine Beziehung führst, wo einer der Balken sich gleicht, hast du etwas, worauf du mit deinem Partner zurückkommen kannst. Ja. Wenn wir streiten, dann knallt natürlich der Wal gegen den Hai. Aber wir haben den Delfin gemeinsam. Das heißt, einer von uns dreht Beatrice Egli oder Helene Fischer auf Vollalarm auf und dann so, ha, wir müssen tanzen. Super, aber das ist super, oder? Genau, und dann baut es den Streit schon wieder ab. Und das ist die Magie dieses Modells, das aufzubauen. Du bist okay, ich bin okay. Ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter. Wir sind einfach hier gemeinsam. Lass uns eine geile Zeit haben. Und dafür ist es magisch. Jetzt nicht nur innerhalb von der Partnerschaft, ich sehe es aber jetzt auch speziell, du hast gesagt, im Seminaren, wenn du vorne auftrittst, kannst du deine Gäste sehr gut einschätzen und richtig abholen. Aber es sind ja auch sehr viele Leute, die einen Job haben, wo wir genau wissen müssen, wie reagiert mein Kunde? Ja. Wie lerne ich, was er ist und wie hole ich ihn ab? Ja. Also ich persönlich habe das erstmal schmerzlich gelernt, weil ich gedacht habe, ich bin doch toll, so wie ich bin. So der Hai, ne? Ich bin ja jetzt der Chef, kann ich ja machen, wie ich will. Und das war die Zeit, als ich bei Lufthansa Pörser wurde. Das sind in der Schweiz heißen die Maître de Cabin. Da war ich dann plötzlich vorgesetzt von einem Tag über den anderen. Da wurde ich super geschult und war jetzt plötzlich Chef. So, da gibt's dann dieses Briefing morgens. Und welche Sprache habe ich gesprochen? Delfin-Haiisch. Also in diesem Briefing habe ich versucht, nur zwei Typen in meiner Crew zu motivieren. Nämlich die so sind wie ich. Und was habe ich dann gesagt?
sowas wie, ey, wenn wir einen guten Job machen und heute geht nichts schief, lade ich euch alle abends auf ein Bier ein, bei mir auf dem Zimmer und wir feiern. Wen habe ich jetzt angesprochen? Delfine. Finde Delfine mega. Oh, geiler Boss, mach ich. Und dann habe ich sowas gesagt, hier, wenn du auch einen Streifen mehr willst, wenn du Karriere machen willst, kannst du mehr Geld verdienen, dann kannst du Aufgaben übernehmen, ich schreibe dir das in deine Personalakte rein. Mit wem habe ich jetzt gesprochen? Mit dem Hai. Und die Wale und Eulen haben gedacht, was ist denn das für einer? Weil ich habe ihre Sprache nicht gesprochen. Und dann habe ich nie verstanden, dass wenn ich Feedback bekommen habe, 50% der Crew fand mich mega, super, geilster Chef ever, tollste Zeit. Und 50%, ich habe mich nicht gesehen gefühlt, der ist unkoordiniert. Und da habe ich gesagt, mein Gott, bin ich ein schlechter Mensch, bin erstmal ins Leid gegangen, oh, Drama. Und dann habe ich die 4 Menschentypen eingebaut und das war Magie. Ich habe mich hingesetzt morgens um 5, ich sag schönen guten Morgen. Wenn ihr einen guten Job macht heute, wir gemeinsam, dann gibt's heute Abend ein Bier, Papa zahlt. Wenn du Karriere machen möchtest, schreibe ich in deine Personalakte und weißt du was? Wir sind heute wie eine Familie. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Wir sind füreinander da. Du bist nie alleine. Den habe ich jetzt abgeholt. Den Wahl mit einem einzigen Satz. Ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was ist gerade ein Rundschreiben zu unserem Prozedere zur Rettung und Sicherheit? Oma, und auf der Seite 34 steht, dass jetzt über die Klarmeldung XYZ beim Kapitän folgendes Prozedere eingehalten. Die Eule so, oh geil, Prozedere. Dann nimmt die Eule eine von ihren 6 Kugelschreibern. Man weiß ja nie. Ja, brauchst du. Das sind die Leute, die kennst du Leute, die viele, das sind Eulen. 4 Kugelschreiber. Und dann nehmen die einen raus und schreiben mit. Aber ich kann ja noch weitergehen. Ich kann ja Menschen so unfassbar motivieren, indem ich dann danach mit Menschen rede. Da sage ich doch nicht, also ich sage erstmal, wie man es nicht macht. Ich gehe zum Wal. Ich nehme jetzt wieder ein Beispiel, was nicht funktioniert, um es plakativ darzustellen. Ich gehe zum Wal und sage, wir haben heute guten Umsatz für die Firma gemacht. Das hast du gut gemacht. Wale interessiert Umsatz nicht. Mhm. Der Wal will gesehen werden. Dem Wal sage ich, du bist aufgefallen, als die Mutter mit, wir sind im Flugzeug immer noch, als die Mutter mit ihren Kleinkindern reingekommen sind, wie rührend du dich um sie gekümmert hast. Mhm. Ich mag einfach Danke sagen. Fantastisch. Das ist walisch. Mhm. Und dann gehe ich zum Hai, dann, wenn ich sage, rührend mit den Kindern, sagt er, was für Kinder, ich habe auch keine Kinder gesehen. Den muss ich anders motivieren. Den muss ich sagen, wenn du da noch eine Ecke drauflegst, kannst du mehr erreichen in deinem Leben. Dann gehe ich zur Eule. Jetzt kommt Eulenmagie. Willst du wissen, Eule, wie, ja, du, jetzt kommt, wie du Eulen aufs Maßlose motivierst. Wir machen morgen früh wieder dieses Meeting. Morgen früh um 5. Und weißt du, was du machen darfst? Du darfst mit den anderen teilen, wie das neue Rundschreiben war und wie das neue Prozedere ist. Die Eule rastet aus vor Glück. Die Eule rastet aus vor Glück. Die macht eine Metaplanwand, ja, Präsentationen dabei. PowerPoint-Präsentation. Und das will ich damit sagen, die Größe im Gegenüber zu erkennen und nicht sagen, der ist blöd oder anders. Mhm. Funktioniert nicht. Und so geht's dann eben mit beim Delfin High Five. Good job! Ja, kriegst einen Pin, ein bisschen Lametta drüber, Konfetti, Ballons, ist der Delfin schon happy. Ja, es ist alles nicht so schwierig. Jetzt werden einige sagen, ah, Tobi, das ist doch viel tiefgründiger und da gibt's doch andere Tests, MBTA und DISC und OCEAN. Ja, die gibt's alle, die kenne ich auch alle. Aber ich darf doch erstmal in dem Level mich bewegen, dass ich es kognitiv erstmal begreife. Und das sind die 4 Menschentypen, das ist super simpel zu verstehen. Es wäre so viel einfacher, wenn wir viel mehr mit diesen 4 Menschentypen versuchen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ja. Statt einfach nur zu trennen. Also heute läuft es ja genau überall, wo ich hinschaue. Ja. Nicht so, wie du es jetzt gerade bringst, dass man eigentlich versucht, mit dem anderen gegenüber kommunizieren zu können. Ja. Wir dürfen da schon drüber gemeinsam lachen, ne? Also ja, ich glaube, dass Selbstironie, der Moment, wenn ich als über mich selber und mein So-Sein und meine Art lachen kann, das baut ja wahnsinnig viel Frust ab. Und wenn ich dann bei einer großen Konferenz sage, mal kurz so als Nebenfrage für alle Eulen hier, die machen dann alle den Test, ne? Wir haben pro Tag zwischen 300 und 500 Menschen, die jeden Tag auf unserer Webseite diesen Test machen, weil es ganz viele große Unternehmen gibt, die damit schulen, ihre Mitarbeiter. Ne? Und dann sage ich dann so, alle Eulen stehen mal bitte auf. So, also ich mache das schon auch Spaß, ne? Wie viele von den Eulen im Raum fahren Volvo?
Es ist auch erstaunlich, und 50% oder? 50% klar, Volvo ist ein Eulenauto. Ja, aber es ist erstaunlich. Allrad, man weiß ja nie. Ja, und das sicher. Ja. Früher zumindest war ja das sicherste Auto überhaupt. Also, und da darf ich schon dann so ein bisschen Blödsinn machen. Ja, ja. Ne? Weil wer lacht, der baut Stress ab im Gegenüber. Wer hat jetzt diese Jack Wilkinson-Kleider an? Da? Jack Wolfskin, auch wieder die Eule. Eben, ja. Mhm. Weil das ist so praktisch, da kann ich das Bein abmachen. Ja, sensationell. Alexander, ich kann, wenn ich schwitze, kann ich hier so einen Reißverschluss aufmachen, dann kann das hier raustropfen. Ja. Dann sagt der Hai mal, bist du irre oder was? Da muss doch gut aussehen. Der Delfin sagt, ich habe überhaupt nichts dabei, wo gehen wir denn hin? Und was sagt dann der Wal? Ich habe alles dabei für alle, in allen Größen. Ja, und so sind alle happy. Und dann, ich habe dann so Bilder im Kopf, ist schön, weil ich muss dann immer so lachen. Bei Ferienbeginn, wenn Eulen in Urlaub fahren, ne, wann packen die denn das Auto? 2 Wochen voraus? Ja, oder am Vorabend. Das ist so mit einem Packplan. Viele haben keinen Packplan. Ich kann auch eine Tanke einkaufen. Ja, ja. Ja, und dafür ist es tatsächlich sehr, sehr lustig. Und viele sagen dann, Tobi, wie kann ich das denn praktisch für mich umsetzen? Mhm. Für alle von euch, die zum Beispiel, ist es überhaupt okay, dass ich hier so duze? Ja, ich bin ja, Delfine duzen, ne? Mhm. Die Eulen so, sie kennen mich überhaupt nicht. Ja, ich bin auch so einer, der immer auf Sie-Form arbeitet. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich vor oder mit Menschen arbeite und ich gehe davon aus, dass viele von euch entweder vor oder mit Menschen auch mal was sagen müssen, macht es Sinn, sehr zügig alle 4 Menschentypen abzuholen. Ich habe das mit Lufthansa vorhin vorgemacht, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, nehmen wir mal an, ihr macht ein Zoom-Meeting und ihr müsst was präsentieren. Reicht es schon, einfach kurz die Stressoren abzubauen, indem du sagst, wir werden hier gleich in den nächsten 20 Minuten eine Menge Lachen und Freude haben. Aber es gibt auch ein paar Regeln. XYZ, hast die Eule abgeholt. Wenn ihr das wirklich in der Tiefe verstanden habt, dann wird der Einfluss größer für dich sein in dem Unternehmen oder du kannst mehr verkaufen. Damit habe ich den High. Und dann kann ich noch sagen, wenn wir das machen, haben wir mehr Geld, um anderen zu helfen. Mhm. Und schon habe ich den Wahl. Das ist nur ein Beispiel. Und so hole ich ganz galant alle 4 ab, anstatt in meiner Sprache zu bleiben und mich immer wieder zu wundern, warum ich bei anderen nicht ankomme. Noch ein kleiner Rezept. Wie lerne ich möglichst schnell einen Menschen mit wenigen Sätzen kennen, damit ich ihn einschätzen kann, welcher Typ er ist? Also einmal natürlich, wie jemand auftritt und reinkommt, welche Worte er benutzt. Wale reden viel über weiche Worte, Familie, Freunde, Beziehungen, wollen schnell mit dir in der Tiefe andocken, emotional. Der Hai im ersten Auftritt oft ein bisschen oberflächlich, dem ist Äußeres sehr, sehr wichtig. Der Delfin ist der Flippige, also und die Eule ist halt sehr strukturiert, sehr organisiert. Und da kann ich schon mal gucken, okay, wenn ich jetzt eulisch mit ihm oder ihr rede, kann ich dann andocken und dann wirst du das merken. Und es gibt, wenn ihr den Tiertest macht, werdet ihr sehen, es gibt auch ein Profil, der hat alle 4. Den gibt's auch. Das sind die Chamäleons. Mhm. Die Chamäleons können sich automatisch anpassen. Und warum ist es ein Chamäleon? Das ist eines der seltensten Tiere der Welt, weil die sind selten. Die werden von jedem Unternehmen gesucht, weil die Feuer löschen. Die gehen in eine Abteilung rein, die verstehen den Konflikt gar nicht, weil die mit jedem sofort können. Wieso, der Herr Müller ist doch gar nicht komisch, das ist doch nur eine Eule. Mhm. Der braucht Struktur, ihr setzt den hier in ein Großraumbüro, der wird irre, der Mann. Also das machen die intuitiv, das gibt's auch, dafür brauche ich kein Modell. Kommt das auch raus im Tiertest, allenfalls, du bist ein Chamäleon? Chamäleon gibt's auch, ja. Ist oder programmiert. Oder du kannst halt sehen, ja, wir zeigen immer im ersten Schritt die Dominanz des einen Tieres und dann kannst du sehen, wenn die anderen eben ähnlich gleich hoch sind, dann ist es das Chamäleon. Und dann gibt's übrigens auch noch, wenn ihr das jetzt zeitgleich macht, den Test, ne, tiertest.de, da gibt's die sogenannte Treppe. Die Treppe funktioniert zum Beispiel so, das sind Persönlichkeiten, die, wenn das eine in deinem Leben gegeben ist, dann ist erst das andere da. Ich gebe dir ein Beispiel. Beginnen wir beim höchsten Wert Eule und dann hat jemand Delfin und die werden jetzt total verwirrt sein und sagen, Moment, ich kann doch nicht die komplementäre, die diagonal gegenüberstellenden gleichzeitig sein. Doch, das sind zum Beispiel die Leute, die strukturierten Spaß lieben. Mhm. Kennst du Hobbys für strukturierten Spaß? Segelfliegen, Bergsteigen, Geocaching, durch Struktur Spaß empfinden. Mhm.
Und so kann ich das Modell in allen Varianten aufsplitten. Wahl high. Wenn allen anderen geholfen ist, erlaube ich mir für das Unternehmen Umsatz zu machen, aber nicht umgekehrt. Und das ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur dieses eine gibt. Ne? Wow. Auch in einem Buch dokumentiert? Ja, Unbox Your Life, da ist es drin. Das erste. Ich bin schon selber durcheinander. das ist im zweiten, Unbox Your Relationship. Auf Deutsch heißt Unbox Your Relationship, also unboxe deine Beziehung. Gibt's auch in 36 Ländern mittlerweile. Boah. Und es haben wir einen Spiegel-Bestseller mitgeschafft. Das ist ganz verrückt, weil dieses Beziehungsthema ganz groß ist. Und ich habe das in einem unserer anderen wundervollen Interviews schon mal gesagt, Erfolg beginnt zu Hause. Und dieses Menschentypenmodell kann dafür unfassbar heilsam sein. Jetzt mit deinen Erläuterungen habe ich jetzt auch meine Frau 2-3 Mal gespiegelt gesehen, aber auch mich selbst, muss ich sagen. Ja. Aber ich mache den Test nachher mal. Ja, machen wir, gucken mal, was rauskommt. Super, gerne. Und weißt du, was richtig lustig ist? Ich fahre manchmal morgens um 5 Uhr mit der Bahn zum Flughafen, mit dem ICE. Und ich weiß, dass ganz viele Bahnmitarbeiter, die benutzen dieses Video, um zu gucken, wie gehe ich mit schwierigen Gästen um. Ne? Mhm. Also wenn jetzt jemand laut wird, Wale werden ja anders laut als Eulen. Ne? Mhm. Die Eule sagt um 12.02 Uhr, ich habe es genau aufgeschrieben. Ne? Und vorgestern auch. Ne? Also die sind die und das ist so lustig, ich sitze dann da und dann geht eine Zugbegleiterin durch und bleibt so vor mir stehen. Moment. Sie sind der mit dem Mumm, sagen Sie nichts. Iltis, Giraffe, Gnu und Schildkröte. Und dann sage ich so, ja, so ähnlich. Das heißt, die verbinden mich im Kopf mit dem Zoo. Können sich aber an die Tiere nicht mehr erinnern. Das ist wirklich so. Sie sind der mit dem, ja, mit dem Iltis. Ja, genau. Der bin ich. Ja, ja, das haben viele gesehen, wirklich, ja. Diese Podcast. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, bei YouTube ist ja, das. Ja. Ich habe 15 Millionen Aufrufe oder 20 Millionen. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Plattformen. Wenn man es direkt dort guckt, sind 2,7 Millionen. Auf den anderen zusammen sind es unzählige Millionen mittlerweile. Weil es halt lustig ist und Freude bringt. Ja. Ich habe ja viel gelacht, aber ich habe heute die Tiefsinnigkeit noch viel mehr verstanden als dazumals. Ich musste es auch 2-4 Mal hören, heute noch von dir. Da steckt so viel Weisheit und Wahrheit drin. Und ein Schlüssel zu viel besserer Kommunikation auf der Welt. Und genau das wünsche ich mir. Ich mir auch, ja. Das ist auch meine größte Angst. Weißt du, das Ding, Eulen sind blöd oder Wale sind blöd, Delfine sind blöd oder Haie sind blöd, das kannst du auf politische Farben legen. Die Grünen sind blöd, die Gelben sind blöd, die Blauen sind rot. Wieso sind die alle blöd? Wer sagt denn das? Ja. Lass uns doch ein Verständnis füreinander aufbauen und dann gemeinsam, wie Walt Disney schon sagt, wenn die richtigen Menschen am richtigen Raum mit der richtigen Energie zusammenkommen, dann sind Wunder möglich. Und diese Wunder sind möglich, wenn ich das Große im Gegenüber sehe und nicht das, was mich triggert. Und gerade gestern hatte ich mit einem Pater darüber gesprochen, auch im Bereich der Religionen. Das sind auch nicht alle blöd, die sind alle gut. Ja. Und alle im Kern sowas von ähnlich und gleich, mit wenigen Extremen auf allen Religionsebenen. Aber es geht um Kommunikation. Ja. Und mein Appell ist, wenn ihr das nächste Mal wie so eine Fliege immer wieder an denselben Punkt eines Fensters fliegt, wenn du mit deiner Mama oder deiner Tochter oder deinem Sohn streitest, versuch doch mal ein anderes Tier abzuholen. In ihr oder in ihm. Und du wirst sehen, das ist magisch. Es funktioniert. Du musst ihn einfach anders abholen. Ich weiß. Ja. Tobias, das war großartig. Danke ganz herzlich für diese wunderbare Erläuterung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben auch gut lachen können, herzlich lachen dürfen und nehmen sich diese 4 Tiere doch zur Kenntnis, dass man über dieses Vermitteln, über die Sichtweise von diesen Tieren mit Menschen viel, viel besser kommunizieren kann. Und das ist wirklich der Schlüssel meiner Erachtens für eine viel, viel friedvollere Welt, wo man Konflikte wirklich lösen kann durch Kommunikation. Herzlichen Dank. Ich danke euch. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.